Habe die Ehre. Lupe raus und ran an die Motive. Was machst du denn hier? Ich habe Farbe gekauft und muss es auf Arbeit. Ich dachte schon, du hast eine neue Titanic geholt. Ja, mach dich lustig. Ja, ich sitze noch dran. Also die ist noch nicht ganz fertig, aber ich muss. Ja, Schwierigkeiten. Wiedersehen. Guck dir das an. Mein Schwiegervater schenkt mir diesen blöden Leopard 2. Ja, der Scheiße, ja. Den tausche ich jetzt um. Ich will Hubschrauber holen. Puma oder Chicago? Was mache ich denn? Hast du den schon mal gesehen? Nee. Na, diesen Puma, diesen neuen. Nee. Wie findest du den? Der sieht schön aus. Und ich verführe dich übers Bett. Ja, der ist doch klasse. Ja? Mhm. Ich höre mal nach, wenn du mit Thomas gesprochen schon. Nee, wann? Wieso bist du überhaupt hier? Ich feier Überstunden ab. Weißt du, was ist mit für 2 Stunden? Ja. Ne? Für diese scheiß Gelegenheit, für 2 Stunden. Muss ich von 12 bis 2 nochmal hinschauen. Ja, dass du auch mal was tust. Ja. Aber weißt du, Dirk, weil Dirk der Arsch nicht geregelt kriegt. Was ist mit Thomas? Erzähl ich dir gleich. Ich komm mit. Ja, ich. Ja, mach schnell. Ja. Soll ich jetzt diese Schikorsky holen? Ja, die ist doch schön. Ja? Ja. Ja, dann mache ich das. Ich bin bei dir. Habe ich sie. Ja, die ist doch super. Ja, die ist gut, die riecht auch leicht zusammengebaut. Ja, die ist super. Also, was ist mit Thomas? Thomas? Thomas hat gestern Abend eine Kantine. Du? Ja. Und? Thomas ist rausgeflogen. Aber endgültig, das stimmt ja sauer. Absolut, da muss richtig der. Da erzähle ich dir jetzt alles in Ruhe auf dem Weg zum. Erzähl ich. Na, es ist vorbei, oder? Katharina sagt, Ende der Veranstaltung. Und diesmal. Musste passieren. Aber genau damals, wie hier, mit der Praktikantin hier, die wir oben in der Buchhaltung hatten. Wie hieß sie noch mal hier? Mit dem kleinen blonden Fixfrosch da. Wie hieß sie noch mal in der Fixfrosch? Wie diese Moderatorin da, die. Genau, warte mal. Sabine. Sabine Christiansen. Sabine. Genau die gleiche Scheiße. Nur diesmal hat das übertrieben, Alter. Diesmal das warum? Katharina hat. Du weißt ja, ne, diese alte Diskussion um die ganzen Modelle und Wohnung sauber macht Scheiße. Katharina hat oben in der Ecke über den Modellen die Spinnweben weggemacht. Mit so einem Putzschrupper da, mit so einem Lappen drüber, frag mich nicht. Da ist hier vorne dieser Schrupper abgefallen. Und rate mal aufs Modell von Thomas. Und rate mal auf welches Modell. So, auf die Fatboy. Auf die Harley, du weißt, ne? Ausstellungssaal. Und ich sage dir, wie ich Katharina kenne, die hat sich nicht mehr entschuldigt. Die hat doch irgendwie diesen Modell nur gelästert. Ja, keine Ahnung, ob sie es mit Absicht gemacht hat oder nicht. Nur wie ich weiß, Doris hat heute Morgen mit Katharina telefoniert. Und Katharina sagt, es ist sowieso alles scheiße bei ihm, weil Thomas den 7. Jahrestag vergessen hat. Und da kann ich dir nur sagen, das Wasser auf die Mühle, das Modell, das sie musste ihm eins auswischen, das sage ich weißt dir. Du, weißt du, was ich gemacht hätte? Die hat doch diese Glasdinger-Sammlung da, diese Vasensammlung. Diese scheiß Vasensammlung. Hör doch auf! Die ganze Wohnung voll mit der Scheiße. Ich an Thomas Stelle. Ich wäre hingegangen, hätte eine Vase nach der anderen genommen. Ping! 50 Euro. Guck mal, Katharina. Ping! 100 Euro. Das ist richtig. Und das ganze Ding leer gemacht. Das schwöre ich dir aber. Das ist recht. Ich hätte in die Vitrine getreten. Wer geht denn an meine Modelle? Kommt ja auch. Da geht kein Mensch ran, das schwöre ich dir. Das gibt so Zoff. Alter, bei uns zu Hause mag es sein, wie es will. Ist auch nicht alles immer alles Gold. Aber ich kann dir eins sagen: trotzdem, was die Modelle angeht und so und wenn die Kinder, das ist absolut klar, Respekt. Das ist Respekt bei uns zu Hause, bei den Sachen. Ja, irgendwie gönne ich es den beiden aus. Das ist doch, wie du neulich gesagt hast: Wo Thomas einen Rock sieht, da muss er ran. Und das ist die Rache, Alles, was bei der Reinigung auf dem Baum ist. Alles, was bei der Reinigung auf dem Baum ist. Aber so war ja immer. Und
Und eigentlich ist es letztendlich ist es selber schon. Hey, komm mal her! Was willst du, ha? Was ist mit dir, du? Ah. Hier, du hast nur gefunden. Was sind denn hier? Ja, Alter. Jetzt hier für den. Na? Und? Schon gehört, bei euch ist alles scheiße, hä? Wie? Schon gehört? Na, jetzt doch klar, Katharina hat bei Doris angerufen. Oh, nee. Na ja, komm, was denkst du denn? Labertante! Ja, komm, ist doch in Ordnung. Ja, richtig scheiße, oder? Das ist richtig in die Scheiße gefahren, was? Quatsch. Hey! Ich habe mir die Meinung gegeigt, habe meine Sachen gepackt und bin abgehauen. Klar. Weißt du, was ich gemacht hätte? Wenn meine Alte an meine Modelle gegangen wäre, ja. Ich hätte ihre Teddys genommen und in der Küche aufs Brettchen mit Messerchen, Öhrchen ab, aufgeschlitzt den Bauch, Holzwolle raus, dann so lange dran stopfen. Klar. Wo hast du gepennt? Scheiße. Geht, ey, geht alles. Komm. Ja, wo ist da? Ja, und jetzt? So, jetzt erstmal eine Woche ab. Wie hast du eine Woche ab? Hm. Ich habe eine Woche ab und Firma? Urlaub genommen. War gerade bei der Pass. Ist nicht wahr. Ja, die Pass hat mir nicht mal 4 Stunden freigegeben. Mit der Pass muss man können. Mit der Pasch muss man können. Ja, ja, mit der Pasch muss man können, ich weiß. Ist nicht Urlaub. Nächste Woche ist die Beerdigung von deinem Chef. Das stimmt. Nächste Woche ist die Beerdigung vom Chef. Da hast du Pech gehabt, Alter. Regelt auch die Pasch. Ist der nicht dein Ernst? Ja. Mit der muss man können. Ja. Ja, ich hole in einer halben Stunde mein Moped ab. Ingolf, das ist langsam fertig, haben Zelt drauf, Schlafsack drauf und einfach mal weg raus. Ich muss mal frische Luft schnappen. Ein geiles Wetter für draußen. Ja. Es wird besser, Alter. Ja, ist auch so besser werden, genau. Ja, wird besser. Wenn du losfährst, scheint die Sonne. Ja. Ja, echt. Na gut. Wird schon, Alter, wird schon. Ich muss los. Pass auf, wenn irgendwas ist, pennen oder so, kein Thema, sag Bescheid. Sieh zu? Ja, hier, moderner Alter. Kannst du mal hier unterstellen. Komm, kein Problem. Hier, was ist? Gut, sag ich. Aber ich schreibe euch keine Karte, klar. Was? Können wir die auch aufziehen nachher, ne, Klaus? Ja, das geht in Ordnung, jo. Und geht das? Ja, das machen wir. Ich die Elektrik noch mal ein bisschen und so. Ja. Hast du das schon angehabt? Nee, ich glaube, die sprengen noch nicht an, ne. Oh, Scheiße. Ja, da brauch ich auch noch mal ein bisschen. Ne? Das guck ich nachher noch mal drauf. Ja. Ja, und? Ne? Ja. Gut. Ja, viel zu tun, ne? Läuft ja alles. Du musst den ganzen Ruf alle noch machen. Ja, das ändert sich doch aber nicht. Das ist so immer nee. Wieder. Was machst du denn jetzt? Klaus. Was nee, lass uns mal nachkommen, da komme ich gleich dazu. Das kriegst du alleine nicht an. Nee, lass!
Wo steht sie denn? Ich habe sie gar nicht gesehen. Ja, da. Ne? Und noch draußen da. Oh, ich bin da noch nicht dazu gekommen. Ich habe den ganzen. Was? Ja, nee. Das du bist ein Scherzkeks, komm. Nee, ich sag, wie viel kostet und wo sie steht. Ist das hat damit Kosten nichts zu tun. Nee, ich will los. Nee, ich bin auch ausgeblutet. Ich muss auch irgendwie jetzt. Ich habe keinen Urlaub gehabt und nichts. Es geht so, okay, das ist sowieso alles. Und ich habe die. Ich habe da. Was ist denn jetzt los? Das ist doch nie wahr, sag mal. Die ist ja wirklich nicht fertig. Ja, ich kann auch nichts machen. Oh, ich hab einen Penner! Was heißt denn Mann. Penner, Mann? Vor zwei Monaten stell ich dir die hin. Ja, wenn du mir weißt. Oh, in zwei Wochen ist fertig. Wenn du so kommst. Ich, was soll ich denn machen? Ich krieg die Feder nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Ding läuft, wenn die Feder drin ist. Ich hab eine Woche Urlaub genommen, ja? Ja. Woche Urlaub. Wollte jetzt los. Gebrauchen. Ja, ich krieg die so nicht fertig. Und wenn die die Feder nicht schicken, dann kann ich auch nichts machen. Ne? Warum kriegst du die Sachen nicht auf die Reihe? Hä? Warum kriegst du das nicht auf den Pin? Mann. Wenn die die Feder nicht schicken, dann kann ich nichts machen. So sieht das Feder aus. Ja, nun. Ja, dann mach ich jetzt. Die ist auch nicht mehr die Jüngste. Und ich weiß auch nicht, ob das Sinn hat. Das kostet ja jetzt auch. Komm, wie viele Stunden? Ja, wie viele Stunden haben wir jetzt schon daran gearbeitet? Und dann rechnen wir es mal aus. Kommt das hin? Lohnt sich das? Ist mir scheißegal. Überleg dir das. Ich weiß mir scheißegal. Ich will meine Karriere. Du hast mir versprochen. Schon vor ein paar Wochen versprochen. Wenn die die Feder geschickt haben, dann baut die Feder ein und dann kriegt das Ding rüber. Aber kostet. Überleg dir das. Also ja, wenn du mich fragst, das hat auch gar keinen Sinn, das Ding überhaupt noch zu machen. Überhaupt nicht mehr. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ja, du kannst das ja mal angucken. Dann kann ich dir das zeigen. Du musst, das reicht doch nicht nur, wenn du den Kopf fertig machst. Das wird ja immer besser, hör mal. Als ich abgegeben habe, da hast du gesagt, ja, kein Thema, mach ich dir fertig. Kein Thema habe ich nie gesagt. Hast du wohl gesagt. Mann, Ingolf, komm, verarsch mich nicht. Du sollst das nachlassen, Ma. Mensch, du kriegst das nicht runter. Meinung? Kaffee trinken. Willst du einen Kaffee? Ja, das kannst du mir wenigstens spendieren. Ja, ich mach den Kaffee, komm. Ne? Oder schönen Kaffee. Sag mal, Rudi, haben wir einen Kaffee? Hast du einen gemacht? Was? Der ist alle. Ist alle? Nee, weißt du was? Scheiße. Trinken wir nächstes Mal Kaffee, wenn die Karre dann endlich fertig ist. Ich hau. Ich überlege auch. Ja, drei Wochen, ne? Also, aber vorher nicht. Drei Wochen. Hau rein! Ja, echt? Ja. Das ist auch ein Hektiker, ne? Oder? Ein Hektiker. Das ist nicht zu glauben. Naja. Jetzt habe ich Landfunk.
Okay. Ich bin klar, ich habe einen anderen Job. Und wir sehen uns irgendwie in der Woche oder ich weiß nicht. Was soll das? Der Typ von ja, was soll das? Was soll das Geld verdienen? Was soll das Geld, das ich dir da... Ja? So was. Okay. Ja. Grüße, Kinder. Und wie viel pro Tag? Instrumente war schon besetzt und dann habe ich geübt, Entschuldigung. Geübt wie ein Wahnsinniger. Nächtelang. Und dann, dann konnte ich das halt. Ja, super, finde ich gut. Ich verlerne es auch nicht mehr, es ist wie Radfahren. Ich mag das ja. Vor 10 Jahren war ich mal auf dem Johnny Cash-Konzert. Seitdem stehe ich auf Country. Das ist mein schon Dixieland mal ein bisschen. Ja. Schön. Echt gut. Ich mache nicht mehr Hip-Hop und so. Das ist eine schlechte Karte, oder? Mit dem Teil? Ja. Im Grunde kann ich Western Country nicht leiden. Ich finde das scheiße. Oh, komm doch. Doch, total. Ich mache auch Klassik hier. Oh, Entschuldigung. Bolero. Kennst du Bolero? Ja, das ist doch das hier, was immer beim, ja. So Zeug. Klassik, ja. Ja, auch Bach. Wie, aber die Musik, die jetzt immer auf der Straße, die magst du gar nicht. Nee. Du sie mag, ey. Kann halt nichts anderes. 1, 2, 3, 4. I traveled with my huskies all the north of USA. Then I went to California, cause my skin turned all so pale. Nice girls and cars, beauty skirts, but the guys went out of order. So please bring me back to my home place. Born in Virginia, that's my home place. Wanna go back to the place where I was born. People wearing their rings in muscle shirts, so I thought it might be better to pack my bag. Just put on my Levi's and ran away back to Virginia, the place I wanna stay. Nicht zurück, ja. Ich musste ewig weit gehen. Da. Alles verschissen. Ist meins, ja. Ja? Ja. Gehst du zurück? Ja. Was dagegen? Ja. Gut.
left or right, left or right, right. Right. Ist das gut. It's just a letter I never sent about all the things we did in the past. Horse riding and about all the rest. Life was easy and our love was the best thing I ever had. Dear Sarah, it's gone, but I want you back, I want you back, I want you back, back, back in my arms. The spinning wheel of love has stopped, and I would like to take the splinter out of your wounded heart, raise my skin and stab my soul just because I love you so. It's gone, but I want you back, I want you back, I want you back, back, back in my arms. Lütjenburg. Was? Wir fahren nach Lütjenburg. Was ist das denn? Eine Stadt oder ein Dorf? Lütjenburg. Steht hier. Lütjenburg. Lütjenburg ruft. Ja klar, warum nicht? Ja. Klar. Schön heute, was? Ja. Wir haben uns ein bisschen verfahren nach, wie hieß das? Lütjenburg. Da lang, ne? Da lang? Ah, da lang. Ja, okay. Gut. Wie heißt denn das hier überhaupt? Ah, ja. Okay, danke. Tschüss. So alone, but loneliness could be a gift, could be a gift to a man who has a stone, a sitting stone and an old bone, we're fitting right together, I'm fixed to the stone.
Cynically reflecting on a man who's a stone and a stone who's alone. Who is alone? He might be quite unhappy, sitting stone at an old bone. We're fitting right together. I'm fixed to the stone. Möge der Wind in deinem Rücken nie dein eigener sein. Prost! Sind wir zu früh oder zu spät, oder ist das immer so? Ihr seid zu früh. Das beruhigt. Richtig um 11 los. Ah, ist ja wie in der Stadt. Ja, ab und zu. Donnerstags ist Ausgehtag. Donnerstags, man hört uns da. Wir waren vor langem unterwegs. Ja, es geht so. Den Tag, genau genommen. Aber es soll noch weitergehen. Woher kommt denn ihr? Ganz weit westlich. Wollen ganz weit östlich. Ich habe die Kühe jetzt ins Traum gebracht. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ach, was muss? Schlaf gut. Ich komme gleich nochmal. So. Wie alt ist denn Ihr Kurzer? 11. 11, ah. Erste Klasse, ne? Also wo fünfte, bist du denn? Fünfte meine ich doch. Also die Gymnasium. Ja. Sind Sie von hier? Ja. Aha. Machen Sie die Kneipe ganz allein, oder? Ja. So. Und den Jungen auch ganz allein? Ja. Irgendwas dagegen einzuwenden? Nur um Gottes Willen, nein. Nur Hochachtung. Ja. Danke. Bleibt ihr lange hier? Wissen wir noch nicht. Ach so, haben Sie zufällig auch Zimmer zu vermieten? Nee. Weil wir haben noch nichts. Nee, sowas haben wir nicht. Nee, hätte ja sein können. Naja, wir haben ein Zelt dabei und ein Schnee. Da wird schon rein. Dann seid ihr ja versorgt, hm? So. Naja, wie man es nimmt. Apropos versorgt, kann ich mich erinnern. Na klar, Professor, Entschuldigung, ich hab nicht aufgepasst. Geht das noch deine Recken? Ja, klar. Ja, keine Sorge, keine Sorge. Ne? Ja. Also, ich habe jetzt Feierabend. Das kann nicht sein. Du hast Feierabend, du musst auch nicht mehr spielen. Hier ist eine Jukebox. Ne? Alles klar. Der Achte. Ach, ja. Oh. Dürfen wir Sie auf ein Getränk anhalten? Warum nicht? Na, was darf es denn sein? Kleine Uso auf Eis. Kleine Uso auf Eis. Griechisch, bitte. Bringst du einen mit? Aber natürlich. Ja. Getränke? Ja, Entschuldigung, Scherz. So kann man es machen.
Ist deine Musikmaschine kaputt, oder was? Mach doch Musik. Da hat doch keiner von ab. Hey, cool. Genau. Oh. Kannst du wechseln? Klar. Ja, hallo. Ne? Hallo, soll ich gleich abziehen? Oder? Ja, genau. Oder du nimmst einfach auf bei der Dinge ein paar Euro. Gut. Alles klar. Oh, schauen, was hier so gibt. Jetzt Engtanz. Komm. Hey, I met you on a Monday in a sleepy restaurant. The thing with the shaker really got me going. Then you played flamenco on a Spanish guitar. Oh, you went to the song your hips and I drifted so far away. But never doing tangles as you swept me to the floor. Your hands were giving signals, your eyes were giving plenty more. You said, come on around to my place, see my Picasso on the wall. I know them all. Won't somebody tell me what am I gonna do? Cause you've taken all the love out of every song I knew. I should have listened to what my mama said to me. Only big boys are. Sie war auch schwanger. Und dann musste ich nochmal, aber als das Kind so 3-4 Monate alt war, musste ich nochmal ganz kurz zurück nach Berlin. 2-3 Wochen. Dann trifft die doch ihre erste große Liebe wieder. Hier. Also 2 Orte weiter. Ja, dann kam ich hier wieder an mit Sack und Pack. Schön 3 Abschiedsfeiern in Berlin. Ja, und dann hat sie gesagt, sie zu ihm. Mit Franziska. Also auf unsere Tochter. Ja, da war ich nur hier, ne? Naja, die ersten Wochen war ich im Koma einfach. Immer mal im Nachbarort zur Bücherei, da habe ich dann immer mal ein bisschen gejobbt. Ja, schätze doch mal. So ähnlich. Allein ein Wäscher. Ich habe in der Bibliothek einen Pathologen kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt, wenn du einen Job suchst, ich hätte da noch einen für dich. Und ich habe gedacht, ne, das geht ja nicht. Ne. Aber es ging. Es geht sogar sehr gut, muss ich sagen. Es kann es angenehm. Die Kühle, die Stille, ist schön. Sehr schön. Ja, und wir haben natürlich auch viel über Tod und solche Sachen gesprochen. Bei dem nächsten Selbstversuch empfohlen. Da hänge ich nur noch. Ach so, das, der Job als Selbstversuch. Ja, was auch. Ja.
Ja, abends hänge ich meistens hier. Die Tochter sehe ich gar nicht mehr. Die Mutter hat was dagegen. Mein schlechter Einfluss. Ist ja klar. Ich weiß nicht was, ich gebe ihm mal was. Warte. Gib mir mal was zu lesen mit. Wenn Sie das fertig gelesen haben, können Sie das nächste lesen. Ja, dann. Sehr schön. Und was anderes. Imperium? Oder Englisch? Einfach. Nee, Imperium. Warum geht's? Schwer zu sagen. Da muss man durchsteigen. Von Buch zu Buch, von Teil zu Teil. Es geht sehr idealistisch los und dann blättert es auch ein bisschen ab. Aber es bleibt noch eine Menge da. Das hat nichts zu sagen. Die sind einfach, ja, haben so Bewegungsstand. Muss ein bisschen Dampf ablassen, aber es beruhigt sich ganz schön. Ich habe auch schon manches Mal mit ihr getanzt. Und dann bin ich, ach, keiner geht. Ach, gar nichts. Nie von einem Erfolg getragen. Aber Leichen und Lücken sind noch gefüllt. Ja, das ist gut. Ja. Gut, dann lass ich das. Lässeter Leichen und Lücken durch. Lässeter, nimm deine Leichen mit. Genau. So, jetzt. Annette, mitmachen? Nee, ich hab noch Uso, das hab ich nicht. Thomas. Jammers. Und morgen Jammers. Erholen, aber heftiger Jammers. Wie verhusten wir es? Schön konzentrieren auf den Geschmack. Nee, gleich Schnacken kommen wir mal. Kopf beiseite und laufen lassen. Das ist eine Waage. Du gehörst jetzt zum Inventar, Professor? Jetzt haben wir aber was verpasst. Hast du auch was verpasst? Ah, scheiße. Das ist jemand egal. Nein. Weißt du mal, wenn Indianer zusammen? Nee, das gehört, glaube ich, deinem Kumpel hier, ne? Ja, stimmt. Ja. Ach du Scheiße, ist mir das aufgefallen. Ich glaube, wir können hier wirklich nicht essen. Nein. Nein, aber gibt es hier ein Hotel? Ja.
drei Häuser weiter. Hotel Viva, hab ich dir schon gesagt. Nach Aserbaidschan. Ja, und wenn das nicht klappt, ja, kann ich dann Bank, Bank, also ich Bank. Einfach zum Anruf. Kaspisches. Hey, wir wissen auch nicht. Wir wissen auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob wir wiederkommen oder sonst was. Aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mir in deine Augen verguckt und wollte irgendwie verarscht sein. Was hat er mir geschenkt? Ja, komm, verarscht sein. Das war ein netter Freund. Wir haben mit dem Musik gemacht. Kleinen südamerikanischen Puppen besorgen können, wenn ich in das Kissen legen soll, die sind auch billig. Ja. Ja, so, Geschichte, soll ich nicht vorlesen? Wir schlafen im Hotel. Es ist das Hotel Luxemburg, 6 Zylinder, 4 Sterne. Ich kann nichts sehen. Ah, gut. Okay, gut. Sehr gut. Wie geht das denn? Wie machst du das mit dem Ding? Was soll das? Das ist eine Fernbedienung, die Räume. Mach doch nochmal aus. Super. Doch, mach doch nochmal aus. Gar nichts von der Welt in der Welt. Mach nochmal aus. Ja. Das mach nochmal an. Oh, bist du bescheuert, ey. Die Klappe bleibt offen, ist klar, ne? Wie, und die Zecken und die Bremsen und so? Lieber verzeckt als verstummt. Ja, ich bin verliebt. In wen? Oh, Annette. Geile Frau. Ja. Mach doch nochmal aus. Das ist wirklich gut. Oh. Sag mal, wie findest du die? Wie? Ja. Ja, das ist schon gut irgendwie, ne? Ja, dann hab das, hab das. Definitiv. So, jetzt ist hier nicht kuscheln, ja? Ne, Moment, da ist noch das Buch. Der Typ hat mir noch ein Buch gehen, da ist ein Buch. Wo ich denn das jetzt hin? Hier.
Willst du nur lesen, oder? Jo. Lies jetzt noch ein bisschen. Mach doch nochmal an, ich will noch was lesen. Glaube. Freiheit! Ja? Meiner Meinung nach profitieren die Mädels heute alle nur von Frauen, die das früher für sie irgendwie angeschoben haben. Die tun jetzt irgendwie einer auf du, aber meine Würde und mein Stolz und ich. Aber die Türe aufhalten, ja klar. Den Mantel helfen. Kannst du mir das besorgen? Kannst du mir das? Oder nimm jetzt endlich mal Rücksicht auf mich. Wer nimmt denn Rücksicht auf uns? Ne? Ich meine, da ist was drauf. Weißt du was? Das stimmt irgendwie. Ja, aber weißt du, du kannst das nicht mit unserem Marsch stehen lassen, weil Frauen sind einfach anders. Grundsätzlich anders. Also auch nicht. Leben nach der Mondphase und was? Ja, oder die haben ihre Tage. Wie bist du denn drauf? Ja! Wie ein ESO oder was? Nein, aber die haben ihre Tage einmal im Monat. Du weißt doch, wie das ist, PMS und so. Das ist doch. Ja, was? Ja, postmenstruelles Syndrom. Also das heißt, vor den Tagen, wenn sie nicht mehr so drauf sind. Das ist doch total anders. Ja, das sind andere. Ich glaube, Frauen leben zum Beispiel viel mehr mit der Natur. Also, ja. Hey, meine hier. Ich will sehen. Ach, lass uns die aber. Oh, hier ist alles voller Fliegen. Nein, auch so Dreck. Komm, da vorne ist so ein schöner Strand. Und der wird auch täglich geputzt. Boah. Nein, das ist falsch, Alter. Wir haben es eigentlich noch drauf. Wir wollen irgendwie noch den alten Cowboy. Kann man ja drüber lachen. Das ist ja auch. Ist auch okay, Mann. Ja, aber vielleicht brauchen Frauen das nicht, weil sie sowieso mit der Natur leben. Ich meine, wir kriegen Kinder und so, das machen wir ja nicht. Ich habe eine, aber die lebt in Schottland. Also, ja, heißt es ja nicht. Na, ich würde sagen, 2 Jahre noch. Da habe ich schon. Dann hasse ich dich. Ja. Müssen wir mit dem Arschloch zusammen. Ja, und? Das geht nicht mehr. Da kannst du sie auch jetzt schon machen. Nein. Ich bin mit dem Arschloch zusammen. Ich komme da nicht mehr. Aber das ist deine Traumfrau. Und du bist immer noch verknallt. Total. Ich kann ja alles stehen und gucken lassen, wenn ich das hier ankleben und sagen würde, dann los. I'm sitting here, whiskey bar gate, drinking too much of the Jack, and I still F, let's do one shot. But I still want you back, want you back. Indianer! Hey, das wär's überhaupt. Ach so, du vorne, ich hinten, okay?
So dann. Komm mal rein. Ihr Mart. Danke. Ach, herrlich. Soll ich schon mal rein? Ja, geh rein. Du bist ja nicht der Captain, oder? Ja, aber
Hey, Entschuldigung, da hinten sitzt der Steuer, ja, der gibt das Kommando, das ist ganz normal so. Dann geht das. Weißt du, Kaue, spar dir doch einfach deine blöden Kommentare. Das ist schon ein bisschen praktisch, oder was? Du bist Bambi. Bambi. Komm rüber. Mach halt einfach weiter. Und nimm Handy mal die Kappe an. Was ist das? Meine Oma hat der Auto ein. Die war allerdings immer über einer Klorolle auf der Hutablage in ihrem Jetta. Oh, mein. Unser Banjo-Spieler. Naja. Ja, was ist jetzt Streik? Das ist auch ein sensibelchen, ne? Aber halt. Weißt du was, mir stinkt's. Ich steig aus. Du bist echt eine beleidigte Leberwurst, oder? Hey, das ist halt ein bisschen rauer. So. Ein bisschen rauer. Ein. Du musst doch nicht andere Leute anscheißen, weil du mit dir selber nicht zurechtkommst. Du scheißt nur andere Leute zusammen, weil du mit dir selber nicht zurechtkommst oder Stress mit deiner Isha hast oder was. Ja, so ich steig aus. Psycho oder was? Psychologe? Ich bin ziemlich normal, Mensch. Okay, Schlucke, den Kopf ruhig aus. Ich bin ein bisschen Banjo, ich mach das allein. Kannst du vielleicht mit deinen Frauen umgehen, oder? Mein Gott, das ist die Wahrheit. Dankeschön, das war's. War nett. Ey, jetzt sei nicht so eine Memme, hör mal. Hier willst du das zweite Paddel haben. Ist ernst, ne? Ist dein Ernst? Das war ernst. Geh nur Kohle von mir. Hä? Geh nur Kohle von mir. Von mir, Kohle? Ja, halber Tag, halbe Tag. Bitteschön. Dankeschön. A thousand ravens have asked. Across through miles of desert. I try to move the sand. In bitterness I've ended. Now that I've found out. Now that I've found out. Was soll die Scheiße? Your wooden bed beneath the ground. Your final sleep. Will definitely last forever, guarded by cold stones, dead flowers. Come on. My silent dreams died away. My tears turned to rust with salt lakes. Life's turned back on me. The host of heaven, all gods, now turns to stone. They turned to stone. No one's left on this world behind. Just empty space. Your sleep is the final answer. Dead flowers.
Tag des Jahres so ungefähr erlebt. Für mich auch. Ich war mit einem Freund unterwegs, bin da aus dem Wald gekommen. Ich war auf dem See unterwegs. Ja, ich war auch am See unterwegs. Was? Ich war auch am See unterwegs. Ja. Hätte ich ja fast mitnehmen können, wenn wir normal pünktlich Feierabend gemacht hätten. Das was? Schwachsinn. Ich habe 3 Stunden Überstunden gehabt. Ich wäre 3 Stunden wäre ich längst weg da. Ach, das ist eine einzige Scheiße, muss die ganzen Möbel noch aufarbeiten hier. Ich muss sie morgen abgeben, ich habe versprochen, das bis morgen erledigt zu haben. Ist wieder was dazwischen. Es ist ein schon Handzeug. Ich habe einfach den ganzen Tag nur Scheiße. Mein Freund wartet, wollte mit mir die Sachen machen. Ich wollte aber heute früh extra die Möbel geholt, damit wir die irgendwie abheizen können und eben bis morgen fertig haben. Bis wir das heute wollten, um 3 wollten wir anfangen. Vor 7 bin ich nicht mal in Münster. Vollidiot. Ein absoluter Volldepp. Ich hätte top heute richtig gut irgendwie Trinkgeld machen können. Also, ich job da als Kellnerin, der Weiße Flotte, kennst du? Ja, die von Seenfahrer. Genau. Da war eine Taufe. Ich meine, eigentlich ist es zum Kotzen Taufe. Taufe? Ja, Taufe am, ja, am Schiff. Die mieten ein paar Tische. Das ist eigentlich ganz übersichtlich. Hast du 5 Tische, schiebst zusammen, musst nicht die ganze Zeit wechseln, sondern weißt genau, wer deine Leute sind. Und eigentlich gibt es immer ganz gut Trinkgeld. Zwillinge. So, und dann kommt so ein Kanufahrer. Junger Typ, sieht richtig gut aussehend, aber ist sowieso hübsch und doof wahrscheinlich. Fährt ein Riesengehuppe, das Schiff kann nicht ausweichen, nix, einmal zack drüber. Matsch. Ja, ist gut, fahr weg! Ja, fahr. Klar? Hallo? Ja. Dir ist nicht schlecht oder so. Du kotzt jetzt hier nicht auch noch rein, ja? Nee. Ja gut, das wäre mir noch viel. Sind in einem sehr stabilen Zustand zu uns verlegt worden auf meine Station. Stabil, was heißt das?
Also Herzatmung ist alles sehr, sehr gut. Also ohne irgendwelche Maschinen, oder? Na, alles ohne Maschinen. Also es ist alles spontan. Es ist das Einzige, was mir Sorgen macht, und habe ich ihn auch erst seit 2 Tagen, dass wir... Sie haben ihn schon behandelt, auch oben auf der Station, oder? Nein, ich habe ihn übernommen, aber er ist ja gestern gekommen. Ach so, also gestern schon. Ich habe ihn also jetzt eine Nacht schon gehabt. Und dass bis jetzt keinerlei Reflexe nachweisbar sind, also kein Pupillenreflex, kein kornealer Reflex, dass es eben keine Reflexe gibt aus dem Hirnstamm, was aber vielerlei Ursachen haben kann. Also einerseits ist es vielleicht nur ein Restschockzustand, der sich spontan auflösen kann. Wir wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie lange das noch anhalten wird, Also man kann nichts darüber sagen, wie wann er aufwachen könnte. Also, wenn Sie von mir eine Aussage haben wollen, eine Woche, 2 Wochen, 1 Monat, 1 Jahr, das kann ich tatsächlich nicht machen. Aber je länger er nicht aufwacht, desto schlechter ist das für ihn. Das kann man grundsätzlich so auch nicht sagen. Also es gibt Patienten, die sind 2 Monate im Koma, dann wachen sie langsam auf und sind ohne jegliche Schädigung nach einem halben Jahr. Das gibt es. Es gibt Patienten, die noch länger im Koma sind. Es gibt Patienten, die kürzer im Koma sind. Und man denkt, jetzt müssten sie kommen und sie kommen dann doch nicht. Mhm. Was auf jeden Fall wichtig ist und worum ich Sie auch bitte, da Sie ja sehr vertraut sind mit ihm. Und wir glauben, dass Personen, die, wir haben das auch schon erlebt, mit dem Patienten vertraut sind, durch Ansprache, persönliche Ansprache, durch Bilder, die sie mitbringen, durch Geräusche, die sie machen, oder auch, dass sie Reflexe auslösen bei ihm, indem sie zum Beispiel ihm die Hand geben und sehen, ob er da greift, und zwar mehrfach hintereinander, um zu sehen, ob das ein willkürlicher Akt ist, dass sie möglichst viel Zeit mit ihm verbringen. Also Sie glauben, dass es gut ist, dass man ihn mit... Also mit Gefühlen, die man ihm entgegenbringt, dass dann die Gefühle verlieren. Also ich muss mal irgendwie verstehen. Ja, genau. Ich verstehe natürlich ihre Verzweiflung, ja, angesichts dieses Zustandes. Also es ist gut, ihm Gefühle zu zeigen. Es ist positiv. Sie müssen versuchen, möglichst positiv da heranzugehen, um es sozusagen ihm leicht zu machen. Das heißt ja, man darf nicht weinen in seinem... Es wäre nicht vorteilhaft, nein. Nicht vorteilhaft. Weinen können Sie natürlich so viel Sie wollen, nur versuchen Sie, wenn Sie hier sind, bei Ihnen sind, eine größte Normalität zu zeigen. Okay. Ich würde gerne, also wenn Sie leicht wäre, würde ich Sie gerne zu Ihnen bringen. Ja. Und dann werden wir weitersehen. Mhm. Was mitgebracht. Die Kekse, ne? Thank you.
Hier sind aber schöne Bilder. Und die sind auch nett hier, ne? Die sind nett. Gut, ne? Habt ihr was mitgebracht? Komm mal her. Sehen? Star Wars. Ja, ist eine Stufe 1. Jetzt wird klein angefangen. Stell dich dir mal hin. Und danach ist dann die Titanic. Ich sehe, dass du mir die wieder richtig hochbaust. Hier, da reden wir mal ein bisschen. Karin ist mein Alter. Stuhl, jetzt müssen wir dazu hier. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Firma von allen. Die Page wollte auch kommen. Da habe ich gleich gesagt, was soll sie mal lassen? Die sitzt hier nur eine halbe Stunde und heult. Das bringt nichts. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich muss es wieder rausziehen. Das andere nützt nichts. Ah ja, ich bin noch kurz mit dem süß Junior geredet. Arsch kriegt natürlich einen auf den Hut. Das war klar. Das ist. Ich habe mir das damals schon gedacht, als du so locker sagtest, die Parsch hat mir den ganzen Tag freigegeben und so, und dann siehst du, das ist die Scheiße. Das geht der ganze Versicherungsscheiß geht jetzt los. Kein offiziellen Urlaubsschein und so. Naja, das wollen sie jetzt hier nachträglich machen, haben die Parsch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, lasst mich da raus. Weil der Süß nochmal fragt, ob ich da mit war und so. Ich habe natürlich gleich gesagt, ich keine Ahnung, wusste von gar nichts. Jetzt wollen sie es ja so deichseln, dass du auf dem Weg zur Arbeit warst und so. Ja, kommst gut raus, die Versicherung wird es bezahlen. Schon mal Schwein gehabt.
Handy nicht ausgemacht. Was ist das jetzt? Ist nicht Ihr Ernst. Ja, was gibt's denn? Was? Wieso? Es war doch ganz klar abgemacht, dass du Philipp abholst. Was heißt, du willst zum Sport? Wieso fällt dir das hier? Ja, ich werde dir wohl fragen dürfen, wieso dir das jetzt einfällt, dass du zum Sport willst. Nein, ich sitze hier bei Thomas. Ich finde es sowieso unmöglich, dass du mich anrufst. Ich will da überhaupt nicht. Ich will Philipp überhaupt nicht abholen. Das hatten wir auch so nicht abgemacht. Das schickt doch dein Parkett, Heinz. Soll der ihn doch abholen? Und? Ja, und habe ich es halt gesagt, ja. Was? Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Will ich jetzt auch gar nicht. Jetzt sitze ich bei Thomas und will mit Thomas reden und nicht mit dir. Nein, ist ganz klar. Du holst ihn ab. Du holst ihn ab und nicht ich. Du holst ihn ab, nicht ich. Das weiß ich nicht. Da musst du sehen, wie du das hinkriegst. Da musst du später zum Sport gehen. Weiß ich auch nicht. Du gehst morgen oder was? Ist ja noch die Frage, ob du auch zum Sport willst. Ich habe eher das Gefühl, du bist... Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Jesus, hat sie neulich den Parkettheiz abgeknutscht. Ich drehe mich um, gucke in den Flurspiegel. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Aber das ist nicht die Frage, Alter. Das ist nicht die Frage. Das kann vorkommen. Das kann bei uns allen vorkommen. Aber was sind wir uns ja im Klaren? Wir sind ja alle keine Heiligen. Aber mir abends zu sagen, es war gar nichts. Ich dachte, Alter, ich sehe nicht richtig. Ich sage, was war gar nichts? Bin ich blöde? Bin ich blöde? Drehe ich mich um und bin blöde oder was? Sie haben vielleicht Fernsehen geguckt oder in den Flurspiegel geguckt. Da habe ich gleich eine runtergehauen, gleich eine gelangt. Die ganzen Chancen, die ich mir habe entgehen lassen. Ich meine es mit Frauen dazu. Da denke ich auch manchmal, die eine oder andere hätte ich wahrnehmen sollen. Man kann nichts nachholen. Man kann es nicht nachholen. Das ist so. Ich hätte die eine oder andere Chance wahrnehmen sollen. Das war dummes Zeug. Das nicht zu tun. Das war dummes Zeug. Aber so ist man halt. Hat man nicht gemacht. Was man nicht gemacht hat, hat man nicht gemacht. So ist das. Du hast es gemacht, auch schief gegangen. Aber da hat man was falsch gemacht. Wenn man mit 40 nach der Sitz- und Belege abheftet, hat man was falsch gemacht. Diesen Dirk kann ich auch nicht mehr sehen. Der stinkt. Wisst ihr, gestern komme ich, der sitzt dem gegenüber. Ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Der stinkt doch hier irgendwie. Der stinkt doch hier. Der stinkt doch nach Schweiß, nach altem Schweiß. Nach altem Schweiß und Alkohol. Wenn wir ja auch mal eins in die Fresse hauen. Stehst du, Buchhalter, unser einer sitzt da seit Jahr und Tag und bucht da diese Belege ein. Verstehst du, warum habe ich denn diesen ganzen Programmiererkurs gemacht, wenn so jemand wie Dirk da hockt und schwitzt einem die Jacke voll? Das kann ich auch. Kann doch nicht. Ja, 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 das gibt's. Ich hab's doch eben gesagt. Ich sitze. Ist in Ordnung. Kein Problem. Ja, ich hole Philipp ab. Und du kannst gleich ein paar Sachen mitnehmen. Du kannst dir gleich ein paar Sachen einpacken. Pack sie dir ein. Was? Ja, pack sie dir ein und hau mal ein paar Tage ab. Könnte ich eh zu Hause nicht mehr sehen. Ja, die Kinder täte es, glaube ich, auch gut, wenn du mal ein paar Tage weg wärst. Ja, dann mach's doch. Mach es. Ich will sehen, wie du es machst. Das will ich sehen. Du kommst doch angerannt heute Nacht. Ja, geh doch ins Hotel, schlaf im Hotel, kannst du ein bisschen mit deinem Parkettleger rumvögeln. Ja, ciao, ich hole Philipp ab, ciao. So ist es, Alter, so ist es. So ist es. So ist es, blauer Parkettfußboden. Blauer Parkettfußboden, so ist es. Jahre ging dieser Streit um diesen Fußboden. Verstehst du, Jahre. Als hätte es nicht Laminat getan. Hätte man nicht einen schönen Teppich reinlegen können bei den Kindern. Nee, man muss sich verschulden, bis er die Hutschnur will. Oder so ein blauer Parkett. Kein Mensch hat blauen Parkettfußboden. Verstehst du, verschuldet man sich wegen so einem Parkettfußboden. Und dann vögelt sie mit diesem Arsch. Then 10 days we've been on our own and learning. La 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 la. And la 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 la. La 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 la.
Something touched me deep inside the day the music died. And we were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys was drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Wie geht's? So. Den haben wir dir, ich meine. Ja, wahrscheinlich kannst du damit ja eh nichts anfangen, aber dann haben wir gedacht, ja, vielleicht. Vielleicht merkst du dann ja einfach, dass wir da gewesen sind, oder? Also der ist von mir und meiner Alten. Okay. Also. Naja, und mir ist eigentlich irgendwie alles so normal, wie immer. Eigentlich ganz okay. Job. Halt wie immer, irgendwie. Kommt ein Mann in die Kneipe und sagt, ich hätte gern drei Pilz, drei Korn. Das macht er so ein paar Mal und fragt der Wirt irgendwann, sagen Sie mal, warum stellen Sie eigentlich immer drei Pilz und drei Korn auf einmal? Und sagt der Typ, ja, das ist folgendes, zwei Freunde von mir, einer ist nach Amerika ausgewandert, der andere nach Australien und wir haben beschlossen, immer für die anderen mitzubestellen. Und sagt er, ja, alles klar. 14 Tage später kommt der Typ wieder in die Kneipe und sagt, ich hätte gern zwei Bier, zwei Korn. Er sagt, der Wirt, entschuldigen Sie, dass ich frage, aber ist irgendwas passiert mit einem Ihrer Freunde? Ich dachte, nee, es ist alles in Ordnung, ich habe nur das Trinken aufgegeben. Das ist doch eigentlich ganz schön, ja, auch der Raum. Was ist denn das? Ist das irgendwie dein Essen, oder? Ja, vielleicht soll ich mal irgendwie die Schwester holen, oder? Aber eigentlich kann ja nichts passieren, oder?
Kommt man im Lokal, sagt, ich hätte gerne 3 Eier und einen Ochsenschwanz, sagt der Kölner, ich auch. Wahrscheinlich kennst du die alle schon. Lassiter zögerte nicht länger. Er drückte gegen den Griff des Messers und hebelte die Tür aus dem Rahmen. Es war leichter, als er gedacht hatte. Die Tür schwang auf. Die Frau war zurückgetreten. Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Die vollen Lippen hatte sie fest zusammengepresst. Sie trug ein Negligé aus dünnem, glänzendem Stoff, der ihre Formen mehr betonte als verbarg. Und ihre Formen waren beachtlich. Trotz der gefährlichen Situation, in der Lassiter sich befand, ließ er sich Zeit, ihre vollen Brüste, die schmale Taille und die schwellenden Hüften zu betrachten. Was ist denn? Ja, und? Wie geht's denn los? Na, Cowboy. Nicht hier. Gemütlich. Wohnlich irgendwie. Getrennt, die hat mir dann das. Jetzt hier ist sie auch wieder. Ja, wie gesagt, also es, ich wollte. Ja, das ist was. Ich lese mal was vor. Hier. Das Buch von damals noch, das, ich habe es jetzt fast ganz durch, das ist wirklich gut, das musst du mal lesen, wenn du, also später, hier, zum Beispiel, es ist echt super. Was ist der Mensch? Das ist wirklich jeder Satz ein Kracher. Was ist der Mensch? Wie kommt es, dass so etwas in der Welt ist, das wie ein Chaos gärt oder modert, wie ein fauler Baum und nie zu einer Reife gedeiht? Wie duldet diesen Herling, die Natur bei ihren süßen Traum, egal. Zu den Pflanzen spricht er, ich war auch einmal wie ihr. Und zu den reinen Sternen, ich will werden wie ihr in einer anderen Welt. Inzwischen bricht er auseinander und treibt hin und wieder seine Künste mit sich selbst. Als könnte er, wenn es einmal sich aufgelöst, Lebendiges zusammensetzen wie ein Mauerwerk. Aber es macht ihn auch nicht irre, wenn nichts gebessert wird durch all sein Tun. Es bleibt doch immerhin ein Kunststück, was er treibt. O ihr Armen, die ihr das fühlt, die ihr auch nicht sprechen mögt von menschlicher Bestimmung, die ihr auch so durch und durch ergriffen seid vom Nichts, das über uns waltet, so gründlich einseht, dass wir geboren werden für nichts, dass wir lieben, ein Nichts, glauben ans Nichts, uns abarbeiten für nichts, das ist doch echt super, ne? Uns abarbeiten für nichts, um mählich überzugehen ins Nichts. Was kann ich dafür, dass euch die Knie brechen, wenn ihr es. Das ist vielleicht eine Scheißstelle jetzt. Hey, jetzt mach doch mal zu, was hast du? Das kommt vielleicht nicht so gut, ne? Alter, jetzt. Bau auf und stürm mich nicht, ich bin hier am Lesen.
Wie lange dauert es denn noch? Ich bin fertig, so. Tell me, myself, I and Charlie, that's my snake you must know, are sitting here in a cinema, beside the persons of art by mention. There's a movie on the screen, it's coming, I could giggle, ain't it funny? I am here, trapped in a world that I never knew, or even paid for. Burst of laughter into the darkness, echoes from the walls I can't even see. And so it goes and goes. Rolls and flutters on. So it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. Even the breeze in your heart goes slowly. Avenger-Spiele? Ja.
Ich glaub's nicht. Ohne Münze. Jo. Es gibt doch noch Wunder, was? Martin. Michael, genau. Michael. Ja, der. Kann ich mal die Milch? Ach so, ja, ja, klar. Zucker. Ein Kaffee, Kaffee. 1,30. Danke. 1,30. Ja, ja, und? Wie geht's? Danke, ganz gut. Was verschlägt dich her? Ich bin oft hier in der Gegend. Ich habe eine Freundin hier. Rasmus. Rasmus. Du gehst sofort auf dein Zimmer und rufst deine Modellautos auf. Nein, ich muss doch jetzt... Du gehst sofort auf dein Zimmer und rufst deine Modellautos auf. Das kannst du später machen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, du wolltest sie nicht so rumliegen lassen. Schnell, wenn du meinst! Ja, mein ich. Das kannst du später machen. Rosa, hier nicht rum, geh rauf. Oder willst du Stubenarrest? Nein. Ach, muss das jetzt sein? Das muss jetzt sein. Ach. Ach, Annette, übrigens, das ist Martin. Martin ist Michael. Michael. Kannst du ja nicht nachdenken? Nee. Ersten Abend, wo wir hier reinkamen. Aber wir beide. Ach ja, ihr wart jetzt zweit. Hallo. Ja, du damals eine rote Mütze. Ja, die rote Mütze. Ich kann weitermachen. Ja, ich bin Mensch, Mann, Michael. Jo. Ja, erzähl. Ich meine, die rote Kappe, die ziert jetzt doch eine Klopapierrolle auf eine Rotablage, ja? Wie kommst du? Weißt du, die rote Kappenzeit war einfach vorbei. Ja, Zeiten gehen vorbei. So gesehen kannst du ja froh sein, dass er ausgestiegen ist. Gut. Das wäre es jetzt vielleicht auch. Nein, aber. Im Grunde. Riesiges Glück. Man hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Ich habe mich rechtzeitig rausgefischt. War zwar schon bewusstlos. Reha-Zeit war scheiße. Zeit gelaufen sein. So eigentlich. Ja. Linke Seite, ne? Linke Seite. Aber nicht die Mitte. Ja. Ja, war doch da noch der mich da rausgefischt hat. Ne? Mit dem Handy. Habe ich schon erzählt, ne? Egal. Und dann. Ich sollte hier geblieben. Handy? Was war mein Handy? Ja, genau. Wahlwiederholung. Ich war ja die letzte Nummer, die ich angerufen habe. Aber ich habe ja nicht getraut. Ihr habt ja nur auf Mailbox gequatscht. Na, genau, ich habe dir auf Mailbox. Ja, ich hab angerufen, aber du warst nicht da. Und dann. Genau. Ja. Ja. Ach ja. Tschi. Ja, geht ja. Und deine Ex? Meine Ex. Ja, wegen dem. Ach, das heißt. Katharina. Ja, der geht's gut. Die hat sich dann irgendwann verabschiedet. Ich meine, ich verstehe das. War ja. Habe ich dir erzählt, oder? Hab ich dir doch erzählt, ne? Was? Naja, das ist mit uns nicht mehr so. Ja, hast du damals. Knickknack. Und dann. Dann. Ist halt. Naja. Genau, bin ich heute da geblieben. Darf ich einen? Ja, klar, den bedienen. Was machst du? Dies und das. Ich hab mal Musik gemacht. Aber... Ja. Ich hab. Bin ja oft in der Gegend. Ich hab eine Freundin. Freundin. Aber lebst du in Hamburg? Ja, auch mal hier, mal da. Wie es kommt. Das ist also gleich geblieben. Das ist gleich. Lässt sich immer noch mieten.
Und Autofahrt? Ja, kannst du knicken. Ah, habe ich mir überlegt, so ein. Eben so ein Handicap-Auto, irgendwie. Ein Behindertenauto, aber ist ja alles wild. Nee, ich komme jetzt gut klar, krieg Rente natürlich. Die Firma war ja gut, dass ich damals mit der Barsch da. Die hat ja das als normal Urlaub, also da hat dann die Kasse auf alles. Das ist gut. Aber, also ich fühle mich wieder wie neu geboren. Ich habe auch ein neues Leben geschenkt. Wir feiern übrigens bald meinen ersten Geburtstag. Kommst du? Was, ein Jahr her? Ja. Bald ein Jahr. Ein Jahr, ne? Ja. Ein Jahr. Sommer, oder? Ja. Lass mal stecken. Oh, danke. Geht aufs Haus. Ne? Annette ist okay, oder? Ja. Wann? Jetzt im Herbst. Ich sag dir nur Bescheid, lass du deine Nummer da. Ja. Hast du Schreiben? Hast du Schreiben, ja. Ja, klar. Möchte ich doch mal sehen. Ah. Ja, Martin. Soll ich Michael oder Martin schreiben? Schreib beides. Schreib Banjo. Banjo Man. Ja. Also danke für den Kaffee. Ja, aber nicht für. Tschüss. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Ich hab noch was für dich. Was? Aus dem Buch da. Weißt du, ich hab damals immer dieses Buch gelesen. Ich hatte das hier geschenkt. Oh. Das Gelbe. Jo, der. Heraklion oder so. Ja, genau. Eins habe ich auswählen. Stay the Market. Moment. Das ist ein bisschen peinlich, aber egal. Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen taten und dachten, gegen einen Augenblick der Liebe? Sind alle auswendig. Ja. Hier, bedient euch, ne? Ist klar. Oh. Ja. Held? Sir. Muss ich jetzt wohl pusten, ne? Jetzt geht's los. Komm her, ich schieb mal ein bisschen ran. Achtung und. Ja, Thomas, jetzt aber. Ach, was bist du da? Prima. Jetzt gleich mal zu, ne? Ja, Oh, hast du die billigen Gläser genommen? Ja. Danke. Ich finde es schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ich finde, wir sollten das jedes Jahr machen. Das war's auch schon. Lasst euch schmecken. Hallo. Und nochmal. Ne? Auf dich. Auf uns. Hast du das Schiff gebaut? Nee, hat Cosmos für mich gebaut. Du? Ja. Die Tradition wird sozusagen fortgesetzt. Erzähl mal, wie lange du gebraucht hast. Drei Tage. Drei Tage?
gefahren und angemalt. Super. Wie angemalt auch? Und hast du schon Neues? Nee, ich muss sparen. Aber du willst weitermachen? Ja. Klasse. Ja. Kennt ihr euch? Schon. Ja, genau. Nein, ja. Echt? Das ist. Also auch uns eigentlich auch, oder? Ja, ja, stimmt. Auf euch? Ja, dann auf euch. Alles Gute. Auf euch. Alles Gute. Ah, jetzt verstehst du. Du bist da. Nee, wie jetzt? Als wir damals, als ich abhaute vom Kanu, da bin ich zurückgetrennt. Ah, oh, wäre aber lecker. Ne? Mhm. Danke. Bis nach Münster. Mit ihr. Die hat die mitgenommen. Ja. Ja. Es regnet. Oh. Nein. Es windet. Ja. Geh mal rein, hol mal Shampoo. Hier schön. You've been a wonderful, of such a beautiful audience. We wish you well, and we wish you a pleasant flight back home, and that it's still where it should be. La 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 la. La 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 la